So seid ihr also, meine Lieben. Ja, Thai-Boxer. Schon der Erste, der jetzt eine Erhöhung des Gehaltes will. Trainer, könnten Sie wohl mal in meinen Vertrag schauen, speziell was mein Gehalt betrifft? Ich denke, dass mein Betrag für die Mannschaft nicht unbedingt in meinem Gehalt wiedergespiegelt wird. Damit begrüße ich euch ganz herzlich zu der 7. Folge von Let's Play You YouTube Stars. Ja, lieber Thai-Boxer, da müssen wir mal reinschauen, denke ich. Wenn der so höflich anfragt. Sortieren. So, Thai-Buchse, wo ist er denn? Wo ist er? Da. Okay, der hat ein Gehalt von 4000 im Moment. Der Geschäftsführer sagt 5000 wäre gut für ihn, also würde ich sagen, machen wir das mal. Der hat ja jetzt wirklich auch nicht schlecht gespielt in den letzten Spielen. Da kann man ihm ruhig mal die 5000 gönnen. Dann geben wir ihm noch 5% Torprämie. Das wird ihn wahrscheinlich auch ein bisschen motivieren, da noch ein Tor zu schießen. Gut, lieber Thai-Boxer, dann haben wir da deinen Vertrag mal erneuert. Mal schauen, ob du den annimmst. Ich hoffe. Und jetzt geht es gegen Servet. Servet, zweitunterster der Liga. Also wenn wir da nicht deutlich gewinnen, dann regnet es morgen Stühle vom Himmel oder Kühe. Keine Ahnung. Heute ist ein Spiel, der Karte muss angepasst werden. Okay. Schauen wir auch schnell in den Kader. Ah, da ist jemand verletzt. Nido ist verletzt. Der liebe Nido. Steißbeinfraktur. Ja, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall nichts Gutes. Der ist verletzt. Das heißt, wir brauchen einen Auswechselspieler. Wir haben gar keinen Verteidiger mehr. Ah, doch. Mega kommt Tutorial. Gut, dann kommt der da mal rein. Und hier seht ihr auch schon, wer sich schon weiterentwickelt hat in der gesamten Stärke. iPlay Player, Mare LP, Jene Penne, die nicht, da Carlo Pedio, Orbit Ray, ich glaube, den wechseln wir jetzt mal aus. Für Crazy Guy. Zwar, nee, warte, das ist die. Ja, doch. Nee, das ist die Standard-Ding, die will ich jetzt mal nicht verändern. Groß, das machen wir immer vor dem Spiel am besten. Genau. Nee, ich will sie nicht beenden. Ich will jetzt spielen. So. Wir sind auswärts, aber das macht nichts. So, ja, stimmt. Jetzt nehmen wir aber die Auswärtstrikots, also sollen wir das dritte. Nee, wir nehmen mal auswärts. So. Jetzt haben wir gesagt, tun wir da mal Crazy Guy rein für Orbit Ray. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal den Torhüter aus. Damit wir den anderen auch mal eine Chance geben. Epicness for Free, kommen wir jetzt mal rein. Dann will ich Reluk mal drin haben. Defensiv, das tun wir mal. Dover Creep, der hat das ein paar Mal gespielt. Thai-Boxer, den können wir jetzt mal rausnehmen. Für ihn kommt Ayamanuze rein. Bei den Stürmern, wie sieht's da aus? Chan Boss, der war letztens drin. Evan auch. Ja, ich glaube im Großen und Ganzen ist das jetzt ganz gut mit der Auswechslung und so. Das passt. So. Dann würde ich sagen, geht's los gegen Servet. Ist natürlich auch praktisch, wenn wir es da gewinnen, dann rutschen wir eins oder zwei Plätze, glaube ich sogar, gleich nach oben auf der Liga-Tabelle. Wäre also wichtig für uns, dass wir da das Ganze schaffen. So, komm schon. Ja, los geht's.
Und da sind wir hallo. Servet gegen Let's Play You. Nee, Laura, was quatsch ich wieder. Servet gegen YouTube Stars. Los geht's. Ja, das war schon mal ein super Pass. So, jetzt Eiermanuze am Ball. Auf Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, der jetzt wieder drin ist als Captain. Schön gemacht. Nie. Der Pass kam dann doch nicht an. Guter Einsatz. Jene Penne der Riese. Und Schuss! Ich werde jetzt hier auch mal ein bisschen öfter schießen, denn ich glaube, ihr Torhüter ist nicht gerade eine Nummer 1. Das heißt, wir haben vielleicht auch bessere Chancen, wenn wir da mal aus der Distanz schießen. Das können wir ja einfach mal versuchen. Und was ist jetzt? Offside. Ah ja, weil wir den da angeschossen haben. Schade. Aber wie ihr seht, es läuft gut. Ganz klar die bessere Mannschaft. Das müssen wir auch sein hier. Es wäre ansonsten wirklich, wirklich peinlich. Und wir spielen heute ohne Nido, weil der da ja verletzt ist. Ich hoffe mal, der wird schnell wieder gesund. Ich glaube, ich habe vorher noch gelesen, 4 Wochen geht's oder so. Also, da werden dafür andere mehr dran kommen. Könnt ihr euch freuen. Respektive nicht. Je nachdem, wen ihr besser findet, Nido oder die anderen. Und jetzt sind sie gleich vor unserem Tor, aber Epic in das for Free macht das sehr gut da. Hält den Kasten sauber. Er hat also heute, so wie es aussieht, eine bessere Form als beim letzten Spiel. Und das ist sehr schön gespielt. Jetzt vielleicht, wir machen es alleine. Schuss. Ah, fast. Nochmal Nachschuss. Das ist das Tor. Tor. Kartoffelsalat in der 19. Minute. Oh, ich freue mich so, wie das erlösend ist, meine Lieben. Die Nummer 10, Kartoffelsalat. Der Captain. Und hier wollten wir es alleine machen. Ging nicht. Und da geht ihm vor die Füße. Und das ist das Tor. Ich freue mich richtig, Leute. Das ist so cool. Zum ersten Mal gehen wir hier in Führung. Glaube ich. Oder zum ersten Mal in der Saison. Ich weiß es gar nicht. Ich glaub's. Juhu. Aber das war auch wirklich super gespielt da. Von den Jungs. Jetzt vielleicht gerade nochmal so ein Ding. Nee. Das konnten wir dann doch nicht gerade schaffen. Schauen wir mal schnell. Ja. So, okay. So. Ja. Hallo, auf Kartoffelsalat. Und jetzt schön, Crazy Guy. In der Mitte ist Eschatron, aber. Was war das denn für eine Flanke? Sehr schön gemacht. Jene Penne. Nee, das war dann doch nicht so toll. Die anderen kommen fast nicht an den Ball ran. So, zum Glück haben wir das Tor geschossen. Jetzt können wir wesentlich beruhigter spielen, obwohl wir wissen es ja, wir geben gerne und schnell mal was aus der Hand. Und ich habe mir mal schnell die letzten Folgen angeschaut und habe gemerkt, dass wir schon ein paar Mal in der 90. Minute das entscheidende Gegentor passiert haben. Also, da müssen wir schauen, irgendwie sind wir auf die 90. Minute anfällig. Was ist das für ein Tor? Was ist das für ein Wembley-Tor? Okay. Das Gegentor von Kufunga, und das gibt's ja fast nicht, der besteht sein Kopfballduell gegen Jennifer. Wahnsinn. Das ist auch mal eine Leistung, so ein riesen Kopfballduell. Sehr viel richtig. So groß war ich ja gar nicht. Und der kommt durch. Schön gemacht.
das ist schon die Antwort von uns. Die Antwort vom Kartoffelsalat, der ist ja super drauf heute. Wahnsinn. Ganz klar der Mann des Tages heute, Kartoffelsalat. Zum Glück haben wir den heute eingewechselt. Richtig gut. Der Captain zeigt also, wie es geht. Und jetzt müssen es ihm die anderen nur noch nach. 2:1. So schnell konnten wir zurückschlagen. Jetzt vielleicht das 3:1, Leute. Passt auf. Ja, das ist das Crazy Guy. In der 83. Minute. So cool. Richtig, richtig. Wer den da einschiebt. 3:1. Langsam kommen wir in Fahrt. 3:1 in der 40. Minute. Am besten ist es, wenn das Ganze jetzt 3:1 bleibt. Und ich bin wirklich, wirklich zufrieden mit der Mannschaft. Auch mit dem Torhüter, das spielt er sehr gut. Schön gepasst und das ist das 4:1. Und damit haben wir also die 0:4 Niederlage deutlich wieder wettgemacht. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist mit uns. Das ist der Wahnsinn. 4:1. Hättet ihr das gedacht? Gibt's ein 5:1? Nee. Noch nicht. Leute, juhu. Wir sind wieder da, meine Lieben. 4:1. Achtung. Schade, wenn wir das Ergebnis in den Tor bekommen. Nee, da komme ich an. Und wir gehen in die Halbzeit, meine Leute. Ich glaube, wir sind noch nie... Oh, ein Fehler. Sie wurden vom PlayStation Network abgemeldet. Ja, schade. Interessiert mich im Moment nicht. Auf jeden Fall, wir sind noch nie so glücklich in die Halbzeitpause gegangen. Wunderschön, dieses Match hier. FC Basel hat gegen Zürich gewonnen. Das ist für uns auch gut. Da wir ja gegen Zürich verloren haben. Und ich denke, an Basel kommen wir sowieso nicht ran in dieser Saison. Da einfach auf den ersten Platz. Aber eben, gegen Zürich, da auf dem vierten Platz, könnten wir noch was ausrichten. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Wie ihr vielleicht auch gleich gelesen habt, sind die Verbindungen zum EA-Server wieder mal unterbrochen worden. Das ist immer so eine Sache, denn ohne Verbindung zum EA-Server kann ich dieses Let's Play nicht aufnehmen. Da mein Team, das ich selber erstellt habe, unser Team, auf den EA-Servern gespeichert ist und da ich dazu eine Internetverbindung brauche, hoffe ich mal, aber das Spiel sollten wir eigentlich fertig können. So, schön gemacht, Flanke. Ja, das ist... Nee, das ist nicht das 5:1. Aber wir spielen göttlich, meine Lieben. Göttlich. Distanzschuss. Nee, wird abgeblockt. Das ist mir auch aufgefallen. Sie blocken viel mehr ab, die Gegner. In FIFA 13 als in 12. Was ja auch einfach realistischer ist. Wir könnten eigentlich mal wechseln. Wenn es so gut läuft, können wir auch mal ein bisschen die anderen Spieler testen auf der Art. Obwohl wir jetzt natürlich eigentlich schauen müssen, dass wir eine möglichst große Tordifferenz haben, damit wir da das 0:4 wieder reinbringen können. Und das gibt es. Nee, schon wieder nicht. Schon wieder am 5:1 vorbei. Ich habe schon zweimal jetzt am Pfosten. Wie ärgerlich. So, wir wechseln mal schnell aus. Obwohl das jetzt so gut läuft. Carlo Pedio. Was ist denn mit dem nur los? Rennt der so viel oder ist der einfach so faul? So, wir bringen mal noch Thai-Boxer rein.
Und Emiliani, der 64, ne, 64, 64 dann doch nicht, der 46-Jährige, meine ich. Der kommt mal noch für eine Manuze. Ja. Würde ich sagen, so. Sieht das schon mal gut aus. Okay. Basel-Zürich 13-0. Also heute scheint irgendwie der Tag der vielen Tore zu sein. Unglaublich. 4-1. Und ich spiele nicht irgendwie Amateur jetzt oder so. Nicht, dass ihr denkt, ich mogle da. Ich spiele immer noch Halbprofi. Natürlich Servet, zweitunterster der Liga. Jetzt dann unterster. Ha! Nach diesem Spiel, aber immerhin, ich meine, es ist eine Fußballmannschaft. Wir haben auch schon gegen St. Gallen unentschieden gespielt, was wir eigentlich hätten gewinnen können. Nee, nicht gegen St. Gallen, haben wir verloren sogar. Eben, deshalb ist das nicht schlecht, die Leistung. Und jetzt haben wir wieder viele Chancen. Aber wir bringen den Ball irgendwie noch nicht ganz ins Tor. Jetzt probieren sie natürlich zu kontern. Aber die spielen auch nicht wirklich sehr gut. Also Servet könnte viel mehr draus machen. Was ist jetzt? Offside. Ja, gut. Sagen wir, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen auf defensiv. Einfach, dass wir da jetzt nicht noch ein unnötiges Gegentor bekommen. Einfach wegen der Tordifferenz auch. Die müssen wir wieder aufpolieren. Denn die Tordifferenz ist nicht ganz uninteressant. Platzierungen. Oh, da ist das 2-4. Hosoko. Das war aber auch ein schönes Tor, muss ich sagen. Da konnte Epic nicht wirklich viel machen. Also habe ich jetzt sehr gut gespielt in diesem Spiel. In dieser Partie. Was macht der da? Tänzelt da um den Ball. Wie ist es eigentlich mit der gelben Karte? Hat die Megacom-Tutorial noch? Ich glaube, es war Megacom-Tutorial, oder? Oder war es Ego-Schlitter? Bin mir gar nicht mehr sicher. Muss ich schauen, ob diese gelbe Karte noch existiert. Schuss! So, jetzt werden wir aber schon wieder ein bisschen übermütig. Schön ruhig bleiben, meine Lieben. Nicht so überheblich werden. Obwohl wir noch 4-2... gewinnen sind. Kann auch alles passieren, wo wir natürlich nicht hoffen, dass noch irgendwas Schlechtes passiert. Ja, das war zu lange gespielt. Jetzt kommt der Ball, die 90. die gefürchtetste Minute aller Spielminuten. Die 90. in der wir schon 3 oder 4 Tore reinbekommen haben. Heute nicht. Heute nicht. Ich glaube, wir wechseln nochmal aus. Zeit schinden. Wir können da nochmal Echatron rausnehmen. Der hat sehr viel gespielt. Und dann kommt für ihn mal Chanbot rein. Wir müssen natürlich auch schauen. Das haben wir jetzt eigentlich nie gemacht. Vor dem Spiel auch wegen der Energie, denn die spielen ja manchmal 2 Spiele die Woche und da kann es schon sein, dass der eine oder andere vom ersten Spiel dann immer noch ein bisschen müde ist. Wir müssen schauen, dass wir da auch schön abwechseln. So.
Eigentlich wäre es noch schön ein Tor, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Und da ist der Schlusspfiff, meine Lieben. Wir haben gewonnen. Ja, 4:2. Und seht euch da die Torschützen an. Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, Crazy Guy, Crazy Guy. Ganz klar die zwei Spieler des Tages. Und ich freue mich so. Da das erste Tor vom Kartoffelsalat. Und dann folgten die Tore wirklich so am Laufband. Da dieser schöne Flankenversuch, der da nachher zum Torschuss wurde. Und dann das Wembley-Tor vom Gegner. Ein Spiel mit vielen Highlights, schönen Szenen. An einem schönen Tag, wie mir auffällt. Blauer Himmel. Und das dazu dann auch noch Gast. Also wir sind Gast, wir sind auswärts und spielen so. Und Kartoffelsalat mit einer 9,6. Die hat er sich auch redlich verdient. Er ist auch offiziell Spieler des Tages. Unser Captain Kartoffelsalat hat eine super Leistung gezeigt da. Also wirklich, auf den können wir bauen im Moment. Und dann gibt es eigentlich nur einen, der da eine 5,6 hat. Das ist Ego Schlüter LP, ja. Müssen wir mal schauen. Alle anderen, Crazy Guy auch mit einer 9,0. Chanboss, wo ist der? Haben wir doch noch eingewechselt, oder? Nee. Komisch. Ja, ist egal. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Endlich ein Sieg. Mal schauen, was die Schlagzeile ist. Hoffentlich sind sie gnädig mit uns diesmal. Und sehen auch ein, dass wir eine Top-Mannschaft sind. Gut, man muss immer auch sagen, wir haben gegen Servet gespielt. Aber das ist mir eigentlich egal im Moment. Wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Nachwuchsentwicklung. Hallo Trainer, mir ist aufgefallen, dass du Megacom-Tutorial kaum spielen lässt. Obwohl er sich als sehr vielversprechend zeigt. Wenn du sein Potenzial voll entfalten möchtest, solltest du ihm mehr Spielzeit gewähren. Danke, der Assistenztrainer. Es tut mir natürlich leid, lieber Megacom-Tutorial, dass ich dich da so wenig spielen gelassen habe, angeblich. Dann wirst du das nächste Spiel spielen gegen den Luzern. Versprochen. Gegen den Luzern. Gegen den FC Luzern, natürlich. Und ich glaube, wir schauen jetzt nochmal schnell rein in den Mannschaftsrang. Mal schauen. Jene Penne auf dem ersten Platz, der Verteidiger. Kartoffelsalat ist natürlich von der 7 auf den Rang 2 aufgerückt. Eschatron. Die beiden Stürmer, also da Kartoffelsalat und Eschatron. Da haben wir jetzt auch richtig gute Formen. 7-4, 7-3, 7-1. Richtig cool, was haben wir da unten ist. Ich tue es immer noch auf dem 21. Platz. Emir Lenjani auf dem 20. Ego Schlüter LP auf dem 19. Der ist vom 16. auf dem 19. runter. Ja, da müssen wir schauen. Epicness for Free jetzt ist aufgestiegen vom 20. auf den 18. Er hat sehr gut gespielt. Gratulation. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Spiel, das hoffentlich genauso gut laufen wird wie dieses. Bis dahin, tschüss, euer Direfresh.